Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben Wochenende und es sind jetzt schon 20 Grad. Das heißt, es wird echte Wärme. Ich hatte schon mal geguckt und in den nächsten Tagen werden es teilweise bis 30 Grad werden. Das heißt, wir kriegen endlich mal vielleicht den Sommer. So, ich bin gerade dabei, ein bisschen hier aufzuräumen. Den Geschirrspüler muss ich noch einmal ausräumen. Wir sind schon recht früh aufgestanden heute und ja, jetzt geht es einmal ans Frühstück machen. Vorher werde ich aber den Geschirrspüler einmal ausräumen. Ich habe gedacht, die Jungs helfen mir mal, weil Ash hat gerade so ein bisschen Langeweile. Ich habe gedacht, so, dann kann er gleich mal den Tisch decken und ich räume schon mal den Geschirrspüler aus. Hier habe ich ganz hübsche Blümchen vor ein paar Tagen gekauft. Und zwar, das sind diese Bauernrosen. Eigentlich waren die noch alle zu, alle vier. So sahen sie aus. Ne, alle fünf. 1, 2, 3, 4, 5. So sahen sie aus. Also der ist noch ganz zu. Aber so allmählich gehen sie dann doch alle nach und nach so ein bisschen auf. Ich finde die Blumen total klasse. Kenne ich auch schon von früher, als ich klein war. Sehen ganz hübsch aus. Jetzt kommt meine Hilfe. Ich habe gerade gerufen. Er hat nämlich ein bisschen Elektropiano mal gespielt. Ja, du kannst mir auch mal helfen beim Tischdecken, Frühstück machen. Guten Morgen. Toll. So, wenigstens einer hilft mir. Max hat noch was zu tun. Ich glaube, er wollte was für Bio. Was denn? Er hat Bio, wollte er gerne machen. Piano üben, ja. Du bist so dunkel. Also, erst einmal, können wir einmal Tischdecken. Ich bin richtig dunkel. Ich bin dunkel. Was? Ich bin dunkel. Wie, du bist dunkel? Dunkel. Dunkel? Okay. Hast du dunkel oder dunkel gesagt? Ach so, ja, habe ich versprochen. So, jedenfalls decken wir einmal jetzt den Tisch. Die Teller sind alle hier dran, guck mal. Müssen wir alle einmal ausräumen. Ja. So, zum Frühstück gibt es heute einmal Krustenstücke. Das sind so. Die Mutter schreit nach Hilfe. Man ist gerade oben schon dabei, was Tolles zu spielen. Und dann. Du kannst mir auch mal helfen, ne? Jedenfalls gibt es einmal diese Vollkornbrötchen hier. Die sind super lecker. Die backe ich jetzt erst einmal auf. Ash hat gerade den Tisch gedeckt. Guck mal. Toll, ne? Also, sind noch nicht ganz fertig. Ich lüfte hier gerade einmal durch. Die Brötchen sind im Backofen. Und ich war vor ein paar Tagen einmal bei Blume 2000 und habe da was Cooles geholt. Guck mal. Sind die nicht hübsch? Das sind die Bornholmer Margeriten. Die habe ich eingepflanzt. Die habe ich jetzt auch ausgetauscht. Genauso wie diese hier. Da unten sind meine Petunien halt eben, die kleinen. Und diese werde ich noch einmal austauschen müssen, weil die langsam ausblühen. Also die verlieren auch langsam die ganzen Blüten. Mal gucken, ob ich heute einmal in ein Blumengeschäft komme. Werde ich mir sonst irgendwie so zwei Blümchen nochmal besorgen. Ich für vorne. Vorgestern habe ich hier Rasen gemäht und dementsprechend auch ein bisschen was umgestellt bzw. umgepflanzt. Ich hatte ja auch hier Stichmütterchen auf dem Tisch stehen, habe ich jetzt ein bisschen umdekoriert. Und zwar diesen Tisch hier einfach. Ich habe jetzt diese Sukkulenten dahingestellt. Oh Gott, könnt ihr das überhaupt sehen? Und einmal den Engel wieder hier nach oben gebracht. Genau, wie den Rest. So, und den Rest hat sich nicht verändert. Ist immer noch so wie vorher. Also ich habe, wie gesagt, nicht mehr irgendwie was eingepflanzt. Jetzt werde ich einmal nach meinen Brötchen gucken. Und einmal den Tisch zu Ende decken. Genauso wie den Geschirrspüleimer. Der Frühstückstisch ist fertig. Es gibt jetzt auch ein paar Beeren. Habe ich jetzt Erdbeeren klein geschnitten. Dann gibt es nochmal ein paar Himbeeren. Frischkäse, Käse, Aufschnitt, Weintrauben und die Brötchen. Und für mich habe ich jetzt hier Mango etwas kleiner geschnitten. Das werde ich jetzt einmal ganz kurz wie so machen. Ups. Und zwar Naturjoghurt habe ich jetzt zwei kleine Becherchen. Und das wird alles zusammengemischt jetzt hier in diesem Ding. So, jetzt ist hier alles drin. Mango als auch Naturjoghurt. Und jetzt wird es einfach durchgemixt. Und die Kinder sind auch da. Guten Morgen, wir wollen frühstücken. Ja, Papa ist noch nicht da, ne? Da kommt er gleich. Genau. Also, mein Joghurtdrink sieht so aus. Ups. Klappe zu. Ja, hast du schon mal gegessen? Nein, das ist super lecker. Guck mal. Was ist das? Das ist quasi wie so ein Joghurt-Drink oder. Nein, das kann man das trinken. Das war's dann wieder komplett. Das ist super lecker. Mein Frühstück ist fertig. Ich habe irgendwie gar keinen Hunger heute, ehrlich gesagt, auf Brötchen und Co. Wie sieht es mit euch aus? Doch, ich auch. Brötchen? Ja, Esch. Auch Brötchen. Papa, müssen wir gleich mal gucken, was Adrian isst. Mein Frühstück ist fertig. Schnucki ist auch schon und scharf. Okay, jetzt kannst du wieder aufwachen, das ist jetzt scharf.
Jedenfalls wollen wir jetzt frühstücken. Nee, guten Appetit zusammen. Aran ist noch ein bisschen müde. Guten Appetit. Nein, wir haben heute ein bisschen was vor, ne? Guten Appetit. Guten Appetit. Weil du müde bist. So, weil guten ich die Appetit. Zwischen die Augen klemmen muss, damit die aufbleiben. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall habe ich heute, habe ich ja vorhin schon gesagt, nicht so Hunger auf Brötchen und habe mir einfach so einen Quark gemacht mit ein bisschen Haferflocken und Erdbeeren und Himbeeren. Guten! Wir haben kein OPC mehr, nur noch 2 Kapseln. Okay, hab müssen wir bestellen. Das ist gut, kommt heute bestimmt. Mal mit A. So, guten Appetit zusammen. Wir haben jetzt gefrühstückt, die Kinder sind nach oben verschwunden, weil die sich fertig machen für ein Video. Und Schnucki ist so lieb und hilft mir beim Tisch abdecken. So, jedenfalls räumen wir jetzt einmal den Tisch komplett ab, laden nochmal das Geschirr in den Geschirrspüler ein. Und okay, ich bin der Geschirrspüler. Bevor es jetzt einmal nach draußen für mich geht und einmal, wollte ich nochmal ganz gerne euch mal was zeigen, und zwar, was Ash jetzt bekommen hat. Na, Ash? Ash, komm mal kurz runter. Komm mal, hier was für dich. Ich glaube, du kannst dir schon fast denken, was es ist. Nein. Hat es irgendwie mit was zu tun? Eine kleine Überraschung. Wir wollen für eine Schule oder so? Ja. Oder für die Freizeit? Nein. Aufmachen? Schule? Aufmachen? Schule. 1, 2. Halte mal vor mir und dann mache ich ein Auge auf. Oder beide. Okay. Jetzt kann ich jetzt. 1, 2, 3. Und aufmachen. Cool. Das ist dein neuer Schulumfang. Das ist LOL. Das ist LOL. Dann muss ich das hier mal so. Also, pass mal auf, das ist hier, Wie sitzt da ein Stecker drin? Also, wir fangen mal dann hinten an, oder wie? Eigentlich würde ich es gerne von vorne machen. Also, guck mal. Hier vorne hast du so ein kleineres Fach, wo du halt eben deine Brotdose oder vielleicht dein Federmäppchen oder so reinpacken kannst. Reinlegen kannst. Dann kommt ein mittleres Fach. Für die Hefte vielleicht oder Hefter. Genauso wie, guck mal, hier ist ein Fach fürs Handy. Handy. Und hier für irgendwelche Stifte oder sowas. Und das Handy nicht quasi in die Tasche? Oder hier ist also besser. Auf jeden Fall wäre da auch halt ich könnte da meinen Klebe reintun, das wäre besser. Klebe und vielleicht Tesafilmfalt und irgendwas. Ach, raus. Handy nimmst du gar nicht mit, ne? So, Spaß. So, dann kommen wir mal zum nächsten Fach. Aber ich muss ja meine Powerbank und meine Tasche mitfahren. So, hör mal zu. Wir haben hier ein nächstes Fach. Und zwar cool. Es sind 2 Hauptfächer. Die sind größer und stabiler. Für die Bücher. Also hier ist schon mal ein Fach. So, hier ist nur so ein Täschchen. Da kannst du keine Ahnung. So, und hier hinten haben wir noch ein Fach, was echt stabil ist. Ist aber auch geteilt. Hier ist so eine kleine Tasche. Ja, da kannst du genau. Da sind Bücher drin. Genau. Hier kann für viele Fächer. Also hier kannst du aufteilen, wenn du es so weiter hast. Irgendwie. Hier kommt Hefter rein, hier kommt Hefter rein, hier kommt die Bücher. Vielleicht können deine Sportsachen irgendwo mit rein. Dafür ist er echt, ja gut. Ach, ja, aber der ist viel größer hier. Sportbeutel nicht tragen. Ganz genau. Du musst ich den ersten mit zur Sporthalle nehmen. Das macht nichts. Also hier ist was Besonderes, und zwar in diesem Rucksack. Der wächst nämlich mit. Man kann diese Gurte hier verstellen. Und zwar hast du hier ein Easy Grow. Guck mal. System. Das heißt, du hebst es immer. Nee, das bleibt dran. Also, hier ist ein Griff, an dem drehst du. Und je nachdem, wohin, verschieben sich diese Gurte jetzt hier. Das wird also auf jeden Fall an jeden Rücken so angepasst, wie man das braucht. Guck mal. Also, wenn ich jetzt hier drehe, guck mal, ich drehe jetzt nach unten. Die bewegen sich auch mit nach unten, ne? Je nachdem, wie das guck mal, derjenige hier ist eine braucht. Schraube. Genau, guck mal, da ist eine Schraube. Eine Schraube und die dreht genau, die kannst du auch sehen. Das ist total praktisch. Genau. Jetzt drehe ich einmal nach oben und dann bewegen sich auch diese Gurte nach oben. Mal bis zum Anschlag da oben. So, das war's. Also und zusätzlich kannst du halt eben hier an diesen Gurten das Ganze auch nochmal verstellen und so wie man das braucht, je nachdem. Hä, was ist das? Guck mal. Warte mal, dazu kommen wir gleich. Das ist ein geheimes Fach. Das ist ein geheimes Fach. Dazu kommen wir gleich. Da kannst du was verstecken. Schlüssel. Falls ihr irgendwie einkaufen seid, kann ich den Schlüssel da rein tun. Okay, wenn wir schon dabei sind, dann zeigen wir das dann auch. Genau, dann machen wir runter. Genau, und da ist ein da passt ideale Schlüssel rein. Fach, da kannst du was reinlegen. Aber ich glaube, was anderes nicht. Und was ist so, genau. Jetzt kommen wir zu diesem Bauchgurt. Guck mal, der Bauchgurt. Nein, stopp mal. Erstmal will ich wissen, was das hier ist. Wieso kann man da links da rein tun? Da kannst du was laden. Also, hier kann man jetzt das Handy laden. Und zwar stecke ich einfach den Stecker rein. Und hier schließt du das Handy einfach an. Also, die Powerbank bleibt in diesem Fach. Die brauchst du ja gar nicht rauszunehmen.
Da geht nämlich das Kabel durch und hier schließt das Handy an, falls cool. du dann keinen Akku mehr haben solltest. Das ist echt praktisch. Mhm. Also, genau. Guck mal, falls ihr euch fragt, wie der Strom einfach hier hinkommt. Hier hinter der Powerbank ist ein Kabel, das geht dann durch den Rucksack durch und hier von hinten. Alles klar, hier spricht der Techniker. Hä? Guck mal. Hier ist noch ein Reißverschluss. Ich glaube, das ist für das Kabel. Ach so. Also man kann, was praktisch, richtig praktisch ist, man kann diesen Bauchgurt auch rausziehen. Und außerdem ist es sowieso so eine Sonderedition von Kokazu. Hm? Zieh mal den Bauchgurt raus. Also, hier vorne hat man ja auch Gurte. Und die sind auch sehr praktisch, wie ich finde. Was hatte Max Rucksack damals zum Beispiel nicht. Ich kann Klamotten reinstecken. Pass mal auf, du kannst hier entweder deine Jacke, die du nicht mehr anziehen möchtest, oder weil es dir gerade zu warm ist, reinklemmen. Ich habe eine viel bessere Idee. Na, da bin ich ja gespannt, du. Du hast ja immer so tolle Ideen. Wir können einfach das Pennyboard. Ist das dein Ernst? Falls ich damit zur Schule fahre, einfach mal reinklemmen. Lass auf einfach mal so. Warte mal, noch nicht ziehen, das müssen wir dann aufmachen. Also wir versuchen jetzt einmal das Pennyboard einfach mal zu befestigen. Ja, prima. Du da, ich oben. So, und schon bist du einsatzbereit. Wir probieren das einmal aus und gucken noch einmal ganz kurz mit der Größe, weil, wie gesagt, jeder Rücken ist ja unterschiedlich bei den Kindern. Aber das passt sogar, ne? Oder nicht? Von der Höhe. Ist okay? Sieht gut aus. Mhm. Perfekt. Jetzt kann es auch schon losgehen, ne? Ja. Das ist mega cool, dass man das Pennyboard auch hier hinten dran machen kann. Dann gibt es bei diesem Kokazu-Rucksack Match-Patch-System. Und zwar, man kann es individuell total gut gestalten. Guck mal, zum Beispiel, wusste ich auch gar nicht. Diesen Flap kann man austauschen, zum Beispiel gegen so einen. Der ist echt fetzig, ne? Genauso wie diese Zipper, die kann man auch austauschen. Warte nochmal. Genauso wie diese Zipper, die kann man auch austauschen. Die gibt es in verschiedenen Farben. Also hier haben wir zum Beispiel einmal in Schwarz, einmal in Grün, einmal in anderen Grün. Und auch diese Schnallen, die sind auch wirklich individuell. Also je nachdem, nach dem Geschmack, wie das Kind das haben möchte, kann man das austauschen. So, jetzt wollen wir einmal ganz kurz den Ranzen euch mal richtig auf dem Rücken von Ash zeigen. Das heißt, es wird einmal kurz aufgesetzt. So. Hier haben wir schon mal einfach mal dieses Easy Grow System. Und zwar, also man zieht sie einfach raus und dreht, je nachdem, guck mal, je nachdem in welche Richtung. Ist ja geil. Genau. Ob es jetzt höher soll oder tiefer. So, Ash, das ist so für dich in Ordnung. Können wir das so stehen lassen? So, dann wird es wieder runtergedrückt. Einfach zu. Genau, und dann machen wir einmal die Gurte noch alle zu. Zack. Muss alles ordentlich eingestellt sein, damit er auch nicht vom Rücken fällt. So, der Bauchgurt ist jetzt auch zu. Also ist jetzt alles richtig fest. Und hier ist ja ein Fach für... Na, hier. Powerbank. Genau, ein Powerpack hier drin. Das heißt, Ash kann hier ganz problemlos einfach sein Handy laden. Und wir haben sogar, warte mal, wie geil ist das denn? Das kann ich auch noch mal kurz zeigen. Das Handy ist hier und hier ist das Kabel. Muss ich noch einmal anschließen. Genau, also guck mal. Hier schließt man einfach mal, also steckt man das Kabel rein. So. Ja, und fertig. Wie geil ist das denn? Cool, ne? Ich brauche so einen Rucksack auch. Du, als ob der laden kann. Doch, und schieß, guck mal. Ist ja geil. Ja. Wie findest du den? Gut. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, also der Schulranzen, Schulrucksack heißt Kokazu und zwar ist einmal Scale Rail. Das ist der genaue Name. Was guckst du mich jetzt an? Ja. Übrigens, Ashs Freund hat auch so einen, der beste Freund. Ich weiß aber nicht, welche Farbe hat er denn sich ausgesucht? Weißt du nicht mehr? Schwarz, glaube ich. Schwarz? Achso, okay, dann seid ihr dann wie Zwillinge fast. So, jedenfalls, ja. Das ist der Schulrucksack und ich gehe jetzt einmal kurz an meine Blümchen und versorge sie. Und dann geht es auch schon nach draußen. Und zwar würde Ash gerne heute das Motorrad mal ausprobieren, was wir ja schon vor Monaten ihm geschenkt haben. Und ja, jetzt machen wir es erstmal alle fertig. Und Ash ist auch schon so fleißig gewesen, hat die ganzen Klamotten schon mal zusammengesammelt. Das heißt, diese ganzen Motorradsachen oder Cross-Sachen, die hat er alle so dahin geschmissen. Ist jetzt unten selber mit Adrian und dann gucken sie sich, wie das Motorrad einmal hochkommt. Also die werden es natürlich hochschleppen müssen und ich helfe denen auch gleich dabei. Das Ding ist nämlich unheimlich schwer. Hier ist das gute Stück. Das auch alles los, ja, müssen wir gucken. Nee, ich halte sie fest. So, jetzt geht das Ganze so nach draußen. Jetzt wird hier erstmal geschraubt. Ordentlich geschraubt. Irgendwas schleift da immer. Genau, womit ist das verbunden? Mit der Kette? So, hier wird sich fertig gemacht, vorbereitet mit Kameras und Co. Echt, sie ist auch bereit. Ich gehe schon mal zur Garage und hole das Auto raus. Nice. Wir sind gerade unterwegs. Wir haben jetzt die Reifen aufgepumpt, getankt, Schlüssel geholt
Und jetzt geht es einmal zu der Piste. Das ist jetzt kurz vor 1. Mal schauen. Auf die Piste. Auf die Piste, das habe ich gesagt. Geht's zu der Piste. Geht's zu der Piste, ja, okay. Dann geht's auf die Piste. Ja, obwohl eigentlich heißt ja auf die Piste, dass man irgendwo in die Disse geht oder so. Ne? Mal schauen, ob das Motorrad überhaupt. Mal schauen, ob das Motorrad überhaupt anspringt. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also, bis gleich. Wir sind gerade hier auf der Strecke angekommen und Leute, ich glaube gar nicht, was hier alles los ist. Hier auf dem Parkplatz. Guck mal die Strecke an. Es ist unheimlich viel los. Auch die großen Düsen hier und alles voller Staub natürlich. Also Ash, ich glaube heute... Nee, ich war da jetzt. Nee. Adrian ist gerade drüben und hat einmal oder fragt jetzt einmal, aber ich würde sagen, das fällt heute hier komplett aus, wirklich, weil es ist einfach zu viel los. Es gibt zwar auch so eine Kinderstrecke, die man fahren kann, aber das ist zu viel. Also Ash wird sich das gar nicht, gerade das erste Mal jetzt auf diese Maschine, wird er sich gar nicht trauen. Entweder fahren wir hier ein bisschen auf dem Parkplatz, auf diesem Gelände, jetzt hier irgendwo in eine Ecke oder so, gucken, ob die Maschine überhaupt funktioniert, oder sonst zu Hause auf dem Grundstück, bei uns auf dem Rasen. Nein, man muss einfach in der Woche hierher kommen. In der Woche ist hier nicht so viel los. Das ist hier definitiv viel zu viel. Und ich weiß gar nicht, ob hier irgendwelche Leute auch noch einfach, was weiß ich, nach Zeit oder einfach fahren oder irgendwie ein Wettbewerb hier ist, keine Ahnung, stattfindet gerade. Auf jeden Fall ist hier viel zu viel los, viel zu laut, viel zu staubig. Also außerdem schließen sie um 14 Uhr schon. Es ist jetzt kurz nach 1, bis wir hier alles angezogen haben. Also ich würde sagen, höchstens, wie gesagt, nur einmal kurz hier auf dem Parkplatz probeweise gucken, ob die Maschine überhaupt anspringt. Max haben wir vorhin zu Christi gebracht, weil sie wollte noch irgendwie Bio lernen. Da müssen sie ja diese ganzen Pflanzen, ich glaube, erinnert euch bestimmt daran, als Max diese ganzen Pflanzen gesammelt hat mit mir. Die müssen sie jetzt richtig bestimmen und was weiß ich nicht alles, sich Angaben dazu geben. Und das hatten die gestern schon angefangen zu machen. Er hatte gestern, glaube ich, gerade mal 18 Pflanzen geschafft, komplett zu beschreiben. Mit allem, was dazugehört. Und heute sagte er, machen die weiter mit Christi. Jedenfalls haben wir ihn vorher dahin gebracht. Ist auch gut so. Also sonst hätte er hier einfach seine Zeit verplempert jetzt. Hier ist irgendwie gar nichts so. Nee, einige haben sogar hier Tisch und Stühle stehen, weil sie sich gerade hier kurz ausruhen, wahrscheinlich nach der ganzen Fahrerei da. So, auf jeden Fall, ich warte jetzt einmal ganz kurz auf meine Männer. Mal gucken, was sie dann gleich sagen. So wie es aussieht, wird dann doch gefahren. Die Kiste ist sogar angesprungen. Ich hätte ja gedacht, es springt gar nicht an oder so. Ash zieht sie gerade um und Adrian steht gerade ganz kurz da mit zwei Kindern. So, guck mal, was hier los ist. Auf jeden Fall geht es einmal ganz kurz dann doch auf die Piste. So, jetzt kann es doch nicht weitergehen, weil die Schuhe nicht passen. Also die sind viel zu klein. Also eigentlich müssten die passen, aber die haben wir letztes Jahr gekauft und das ist Nummer 35. Er sagt, das ist alles zu eng. Gut, das ist natürlich ungewohnt, ne? Zwischen solche Sommerschuhe und solche Stiefel jetzt. Auf jeden Fall gehen die jetzt einmal fragen, ob das jetzt irgendwie, ob die Stiefel haben, die man da ausleihen kann. Mal schauen. Nun geht es doch los. Er hat jetzt Stiefel geliehen bekommen. Herr Schrömer. Muss einmal wieder Rückwärtsgang einlegen, genau so. So, Ash ist jetzt los, mal gucken, wie es ihm gefällt. Also, er ist mit, zum Glück mit zwei weiteren Kindern, die uns kennen, losgedüst. Die zeigen das jetzt alles, finde ich total cool. Also, auf jeden Fall ist er jetzt einmal auf der Piste und dreht ein paar Runden. Ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz mal in die Strecke und zeige euch mal ganz kurz, wie er fährt. Hier ist echt viel los. Also Ash ist da hinten, der ist gerade abgestiegen. Und jetzt, glaube ich, steigt er wieder auf. Teil ist ausgegangen. Jetzt versucht Adrian das wieder anzumachen, damit es anspringt. Ich glaube, das Motorrad ist irgendwie kaputt. Springt auf jeden Fall nicht an. Nee, ich glaube, keine Chance. Adrian versucht, aber es klappt nicht. Ich bin jetzt im Auto und es war irgendwie so ein bisschen abzusehen, dass das irgendwie nicht so ganz so glatt läuft hier jetzt mit diesem Teil. Und gut, es hat irgendwie um die 200 Euro gekostet, aber auch die Leute, die das hier gesehen haben, hey, wir sollten damit fahren. Also die haben natürlich klar alle so Profimaschinen, aber die, wenn jetzt Ash zum Beispiel gar nicht wusste, ob er jetzt nur dabei bleibt oder nicht, das Elektromotorrad war ja ganz cool, war überhaupt kein Problem damit. Aber das mit dem Benziner ist natürlich echt scheiße, ne? Mal gucken, ob das jetzt irgendwie noch anspringt oder nicht, aber ich glaube, die schieben das gleich hierher. Gucken wir mal, dann können wir auch schon bald nach Hause fahren. Das Ding läuft dann doch. Adrian sagt, das ist aber trotzdem scheiße, die Maschine. Also die ist nicht so gut natürlich. Naja, aber klar, 200 Euro und der andere Papa, also von dem Mädchen, glaube ich, sagt ja, dass das, was sie hat, oder der Junge, der will es irgendwie verkaufen. Ich weiß aber nicht, was die jetzt davon haben wollen. Mal gucken. Also vor allem, das Ding war für uns einfach, wir haben es gekauft, weil Ash halt was Richtiges ausprobieren wollte. Aber die sagt, das ist keine richtige Maschine. Bloß wenn man das mit Tausende von Euros erstmal in so eine richtige Maschine steckt und er damit doch nicht fährt, das ist kein Sinn irgendwie, in meinen Augen. So, jetzt warten wir, jetzt dreht er nochmal seine Runde.
So, er spielt gerade noch mit den Kindern, die holen sich noch irgendwie eine Wurst oder so. Da kann man auch nämlich Bratwurst kaufen. Und Adrian schnackt einmal kurz mit dem Papa von dem Jung, der bei uns im Video damit drin war bei TipTapTube, weil er nämlich seine Maschine verkaufen möchte und irgendwie 750 Euro oder so will er dafür haben. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall schnacken die erstmal einfach. Wenn man auch nicht weiß, ob Ash damit überhaupt fährt nachher oder nicht. Also man kann vielleicht mal so ein bisschen Probefahren machen oder so. Und auf jeden Fall ist es jetzt 3:05 und das geht dann auch schon gleich nach Hause. Es ist heute total warm, es ist total schön. Es sind irgendwie über 20 Grad, aber wie gesagt, es wird immer weniger. So viele sind schon abgereist jetzt hier. Aber eigentlich haben sie ja nur bis 14 Uhr geöffnet. Aber nun, gut, wir sind dann doch noch ein paar Leute auf der Piste. Und nun sind dann doch noch ein paar Leute auf der Piste drauf. Auf jeden Fall geht es für uns dann gleich Richtung nach Hause. Ihr Lieben, jetzt fahren wir einmal nach Hause. Ich höre Musik. Es ist jetzt auch schon 3:05. Nee, Mama, hier bin ich längst gefahren. Hier bist du längst gefahren? Oh, okay. Ja, cool. Auf jeden Fall geht es jetzt einmal nach Hause. Also Ash hat gerade noch gesagt, dass es doch Spaß gebracht hat, ne? Ja. Und auch gerade mit den beiden Kindern, das war ja richtig cool. Die sind ja nun schon die ganze Zeit ja da, seit Jahren, glaube ich, fahren sie. Und da warst du nicht so alleine. Cool. Jo. Und die Großen waren sowieso nachher alle weg, also hattet ihr Spaß. Okay, also jetzt geht's aber nach Hause. So, wir haben einen ganz kleinen Abstecher jetzt gemacht, und zwar einmal zu einem Blumenladen. Da habe ich schon gerade gesagt, können wir da mal kurz anhalten und die beiden gleich. Und die beiden haben gleich gesagt, nein, wir wollen jetzt nicht hin. Nein, ich will einmal ganz kurz reingehen. Ich bräuchte nämlich zwei Blümchen. Da sind noch keine, das ist alles ausverkauft schon. Ich bin nämlich hier bei Blumenwohlers und die haben so tolle Pflanzen, wirklich. Und auch Bäume und Blumen an sich, alle Ampeln. Ich zeige mal ganz kurz, sind total günstig. Guck mal, diese ganzen hübschen Ampeln, die sind echt günstig vom Preis. Ich glaube nur 13 Euro oder so. Und so toll. Diese kostet nur noch 8, guck mal. Hier haben die noch so ein paar Rostkronen. Also die haben auch Deko, nicht nur Blumen. Cool, 17 Euro. Aber ich habe auch schon genug eigentlich. Was ich jetzt bräuchte, sind zwei Blümchen für vorne. Da habe ich doch meine Stiefmütterchen und die müssen aber raus. Wir gehen aber ganz kurz rein. Die haben wirklich ganz tolle Sachen. Echt, was wir am liebsten würde ich hier alles mitnehmen. Guck mal, wie hübsch die ist. Irre, ne? Das ist eine andere Sorte. So, nun habe ich dann doch eine Ampel mitgenommen, weil das ist echt der Hammer. Also der Preis ist nur 13,95 für so eine riesen Ampel. Zwei Bäume geritten. Zeige ich euch auch nochmal ganz kurz. Also einmal dieses ist geworden und einmal da. Es muss jetzt nur noch einmal ins Auto irgendwie rein. Und schon sind wir zu Hause. Es wurde nochmal ganz schnell mal Mittagessen gemacht, beziehungsweise wir haben noch ganz viele Reste vom Grillen. Und was haben wir noch? Pelminis haben wir noch. Also ich zeige euch mal ganz kurz. Also hier habe ich Pelmini angebraten. Dann hatten wir noch Kartoffeln und Fleischspieß, genauso wie Garnelenspieß und auch zweimal Käse. So, und hier haben wir noch eine Challenge von diesem einen Tag russisch Essen, dieses Torganov. Der Tisch ist auch schon gedeckt, Schnuckis ist auch schon da. Also wir haben einmal Frischkäse mit Knobi, dann Biobrötchen und auch einen Salat. Frischkäse und Knobi? Ja, Frischkäse, Knobi und Kräuter. Das ist einfach Knobi? Ja, geht also auch. Also Tzatziki? Genau. Ja, eigentlich auch. So, und Adam hat noch für uns Zitronensaft gepresst. Mal gucken, was Ash dazu sagt. So, Ash kommt jetzt dann auch. So, na? Kannst du nachher bestimmt machen, ja. Ja. Also, es wird erstmal gegessen. Guten Appetit zusammen. Genau. So, und für mich geht es immer nach draußen. Und zwar würde ich ganz gerne meine Ampel aufhängen. Aber vorher würde ich ganz gerne diese ganzen verblühten Blümchen einmal abmachen. Das sind schon so ein paar noch. Guck mal, so sieht das aus. Diese hier werde ich jetzt einfach einmal alle abmachen. Die trocken sind. Die können ab. So sieht es aus. Ich habe es aufgehängt und muss nur noch einmal gießen. Und diese beiden Blümchen habe ich jetzt auch eingepflanzt. Die Bornholmer Margeriten, fiel mir gerade nicht ein, der Name. So sieht es dann aus. So, ihr Lieben, ich würde sagen, das war es jetzt mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!